Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die sozialpädagogischen Ausbildungsberufe müssen attraktiver werden. Das ist schon lange eine politische Binse, der wohl kaum jemand hier widerspricht. Jedoch wurde mindestens genauso lange darüber nur gesprochen und nicht gehandelt. Mit den Mitteln des Gute-Kita-Gesetzes des Bundes haben wir in Sachsen-Anhalt ab 2019 erstmals eine zeitlich befristete Schulgeldfreiheit für Erzieherinnenausbildung ermöglicht. Doch schon bei der Einführung bestand die Gefahr, dass zum Ende des Ausbildungsjahres 2021/22 die Bundesmittel dafür auslaufen. Das hätte fatale Folgen gehabt. Auszubildende, die ihre Ausbildung im Jahr 2019 unter der Voraussetzung begannen, kein Schulgeld entrichten zu müssen, wären plötzlich zur Kasse gebeten worden und viele hätten möglicherweise die Ausbildung aus diesem Grund beenden müssen. In Zeiten des Fachkräftemangels, gerade auch im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher, dürfen wir uns sowas einfach nicht leisten. Und deshalb ist es gut, dass die Koalition die Schulgeldfreiheit mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wenigstens um ein Jahr verlängert. Denn es gibt den Auszubildenden für diesen Zeitraum etwas mehr Sicherheit als noch vor ein paar Wochen. Wir begrüßen natürlich ebenfalls die Verankerung einer Übergangsregelung für die Finanzierung von freien Schulen, bis ein neues Finanzhilfeberechnungsmodell in Kraft tritt. Denn die Träger brauchen endlich finanzielle Sicherheit, die sie für ihre wichtige Arbeit an dieser Stelle verdienen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir uns bitte nichts vor. Eine Verlängerung der Schulgeldfreiheit um ein Jahr für die Erzieherinnenberufe reicht bei weitem nicht aus. Wir werden die Attraktivität der pädagogischen Ausbildungsberufe gerade im Vergleich zu den vergüteten dualen Ausbildungen nur mit langfristigen Maßnahmen steigern können. Die Schulgeldfreiheit für den bisherig kurzen Zeitraum hat nicht zu dem benötigten Anstieg der Zahl an Auszubildenden geführt. Das haben die Ausbildungsträger in ihren Stellungnahmen zum vorliegenden Gesetzentwurf deutlich mitgeteilt. Die Lektion muss daraus doch sein, und das wurde ja auch in den Beratungen im Ausschuss deutlich, dass alle vorschulischen Ausbildungsberufe, egal ob im pädagogischen, sozialen oder im gesundheitlichen Bereich, generell und langfristig vom Schulgeld befreit werden müssen. Denn die Auszubildenden in diesen für unsere Gesellschaft so wichtigen Bereichen gehören für ihren Berufswunsch ganz einfach entlohnt und nicht bestraft. Wir Bündnisgrüne fordern aus diesem Grund die Schulgeldfreiheit für alle Ausbildungsberufe und das unabhängig davon, ob der Bund gerade Mittel für die Finanzierung bereitstellt oder eben nicht. Indem wir mehr Anreize setzen und Auszubildende dauerhaft entlasten, können wir dem Fachkräftemangel in diesen Bereichen endlich konsequent entgegentreten. An diesem Ziel wollen und werden wir gerne weiter mitarbeiten. Ohne die notwendige Verstetigung können wir diesem Gesetzentwurf aber leider nicht zustimmen. Vielen Dank. Danke. Für die SPD. Frau Dr. Pehle, bitte. Oh, das haben wir völlig übersehen. Sorry. Ja, das ist euer Job. Gut. Dann, Frau Sipowa-Seib, es gibt eine Intervention. Ja, ich möchte hier mal auf ein Stück Scheinheiligkeit hinweisen. Frau Sikora-Seitlis ist heute Morgen im Hotel ohne Maske rumgelaufen. Und die epidemische Lage scheint jetzt so sich sehr zugespitzt zu haben. Jetzt rennt sie wieder mit Maske rum. Danke dafür. Das ist aber keine Intervention. Das ist eine ganz normale, eine allgemeine Feststellung. Ich glaube aber nicht, dass wir das gehört. Also da das ja eine Intervention war, habe ich ja das Recht darauf zu reagieren. Ja, haben Sie, aber das... Also zwei Punkte. Erstens, ich bin sehr kurzfristig sehr kurz erst von der Corona-Infektion genesen. Sie sollten froh sein, dass ich Maske trage. Das mache ich im Übrigen zu Ihrem Schutz. Und zweitens, ich bin vorsichtig und nicht bescheuert, wenn ein Flur leer ist, dann brauche ich natürlich keine Maske tragen. Aber wir sind hier in einem Raum mit sehr, sehr vielen Menschen. Im Übrigen gilt die offizielle Empfehlung immer noch, in Räumen mit vielen Menschen Masken zu tragen. Ja, jetzt mal ganz locker, aber eine Intervention ist was anderes. Beim nächsten Mal nicht den Begriff der Intervention nehmen und andere Dinge hier verbreiten. Da greife ich sonst etwas stärker ein.